das ist einfach die Fragestellung, was ändert sich im Ingenieurwesen im Rahmen der Digitalisierung? Und da gibt es eigentlich zwei Bereiche. Einmal den Bereich des Digital Engineering per se, das heißt insbesondere den Bereich der Simulation, der Virtualisierung von Produktionsverfahren, wo sich vieles dann schneller testen lässt. Und auf der anderen Seite im Bereich des Data-Driven Engineering, das heißt der Nutzung von Daten, die jetzt vielfach mit Sensoren in den Unternehmen einfach verfügbar sind. Der Studiengang ist ganz klar im Megatrend. Auf der einen Seite eröffnet man sich ja mit einem Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen eine unglaublich breite Perspektive, wo man in zwei verschiedene Bereiche, nämlich Ingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften, Signale aussendet und in beiden Bereichen in gewisser Weise Fuß fasst. Zum Dritten setzt diese Studiengangsvariante noch eines obendrauf. Sie fragt nämlich, was genau ist das, was im Rahmen der Digitalisierung in den Ingenieurwissenschaften sich gerade tut? Was ist dort der Trend? Und der ist ganz klar im Bereich Digital Engineering, Data-Driven Engineering. Und genau hier erwerben Sie Kompetenzen, die Sie ganz vorne mitspielen lassen. Jetzt ist die AKAD ja beheimatet in Stuttgart, direkt in der Nähe von den großen Automobilkonzernen Daimler und Porsche. Und hier haben wir auch langjährige Kooperationen. Das heißt, wir sind hier am Puls der Zeit, am Puls dessen, wo sich gerade solche Änderungen vollziehen. Und wir haben auch entsprechendes Know-how angesammelt, das wir hier einbringen können. Und deshalb sind wir sehr gut vorbereitet, Ihnen genau das Wissen zu vermitteln, was Sie später brauchen. Der Studiengang lässt sich studieren entweder mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang, den man zuvor absolviert hat, oder einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang. Ferner brauchen Sie die alte Niveaustufe 4 im Englisch bzw. Niveaustufe C1 im Englisch und damit können Sie studieren. Hilfreich sind auch noch PC-Kenntnisse. Ich denke, der Studiengang ist besonders geeignet für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure in großen Automobilfirmen oder Automobilzulieferern, die sich jetzt fragen, wie ändert sich mein Tätigkeitsfeld im Rahmen der Digitalisierung und wie möchte ich mich für diese Zukunft möglichst geeignet aufstellen. Die beruflichen Perspektiven sind vor allem darin, die eigene Industrie mit zu verändern in Richtung Digitalisierung und der Nutzung der Chancen und Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet.